Hans Arp gehört zu den bedeutendsten Bildhauern des 20. Jahrhunderts. Seine Werke sind in den großen Kunstmuseen der Welt ausgestellt. Was vielleicht etwas weniger bekannt ist, ist, dass eine ganze Reihe seiner Skulpturen sich auch im öffentlichen Raum in Basel-Stadt und in Basel-Land befinden. Wir möchten Sie einladen, diese Skulpturen gemeinsam zu entdecken. Wir befinden uns hier auf dem Areal der Allgemeinen Gewerbeschule in Basel zwischen Messeplatz und Badischem Bahnhof. Das architektonische Ensemble stammt von dem bedeutenden Basel-Architekten Hermann Bauer, der dieses Ensemble zwischen 1956 und 1961 realisiert hat. Die wohl imposanteste Skulptur auf dem Areal der Allgemeinen Gewerbeschule in Basel ist Hans Arps sogenannte Bausteinsäule. Es ist eine rund 8,5 Meter hohe Konstruktion aus Zement. Das Werk entstand explizit für dieses Areal. Man sieht, dass die Säule aus drei Grundmodulen konstruiert ist, wobei das unterste eigentlich identisch ist mit dem obersten Modul, nur dass die Form um 180 Grad vertikal und horizontal gewendet wurde. Zum Skulpturenensemble von Hans Arp gehören auch zwei sogenannte Wandreliefs aus Beton, die wie die Bausteinsäule 1961 speziell für diesen Kontext entstanden sind. Das eine Wandrelief befindet sich hinter mir, das ist das kleinere von den zweien. Es ist eine interessante Gattung, weil es eigentlich drei verschiedene Elemente verbindet. Einerseits ist es, wie der Titel es besagt, ein Relief. Gleichzeitig ist es auch eine Wand, eine Art Mauerausschnitt. Und letztlich ist es auch eine freistehende Skulptur. Hier stehe ich vor dem zweiten Wandrelief von Hans Arp, das er für die Gewerbeschule in Basel realisiert hat. Es ist das etwas größere Exemplar, das längere Exemplar im Vergleich zum ersten Wandrelief, das wir gesehen haben. Es gibt auch hier diesen Wechsel zwischen geraden und gekurvten Linien, zwischen eckigen und abgerundeten Formen. Also auch hier wieder diese Grundthemen, die gerade bei diesem Skulpturenensemble immer wieder eine zentrale Rolle spielen.